Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Ich habe es ja schon angekündigt, Overlord Raising Hell. Ja, und ich würde sagen, war doch ein schöner Auftakt jetzt eben. Hier sehen wir den Turm, in dem wir leben. Sieht äußerlich jetzt vielleicht noch nicht so ramponiert aus, aber im Innern ist eindeutig, Überholungsbedarf. Ihr seht es selber. Also, wir fangen gleich mit neues Spiel an. Normal und legendär. Ich würde sagen, auf normal reicht's. Wer ist es? Reibt ihm Säure in die Augen, damit er wacht. Meister, das Böse steht euch gut. Machen wir uns auf den Weg. Es gibt Schändliches zu tun. Ich spüre, wie das Land vor Furcht erzittert. Und da wären wir schon. Tja, das ist unser Overlord. Und den... Ich bin Knarr, Schergenmeister und treuer Diener der Dunkelheit. Die Unschärfe wird vergehen und eure Muskeln werden wieder geschmeidig. Ihr habt sehr lange geschlafen. Ja, wie gesagt, ist kein blindes LP. Ich habe das schon ein, zweimal durch. Ich glaube sogar dreimal. Und am Anfang ist der Overlord noch ein wenig schwächlich. Diese Höhle ist die Brutgrube, Meister. Heimat und Geburtsort der Schergen. Nun, da ihr hier seid, könnt ihr Schergen durch dieses Schergenportal rufen. Tja, dann machen wir das doch. Seht euch die bösen Gesichtlein an, bereit auf euren Befehl zu plündern und zu zerstören. Fahren wir fort. Folgt mir, wenn ihr die Feinheiten des Kampfes und der Schergensteuerung kennenlernen wollt. Wenn ihr allerdings lieber gleich etwas zerschlagen wollt, treffen wir uns besser oben im Thronsaal. Ich habe schon überlegt, wie ich das jetzt angehe, ob ich das Training einfach mal zeige oder... Eure Schergen folgen euch überall hin, Meister, solange ihr ihnen keine Aufgabe gebt. Aber ich würde sagen, da ich die Steuerung eigentlich kenne... Ach, was soll's. Wir zeigen es einfach mal mit. Als Overlord müsst ihr mehr tun, als Feuerbälle zu werfen und Chaos zu stiften. Das echte Böse braucht Können. Und vielleicht ein bisschen Machtlust. Herr Röschen ist wohl ein bisschen eingerostet. Unser Hofnarr. Unser Hofnarr? Ja. Ich hätte ihn schon lange ins Jenseits befördern sollen. Lehrt ihn Respekt vor dem Overlord. Ey, der geht mir voll auf die Nerven. Und jetzt nochmal. Haltet euch nicht zurück. Ja,
so langsam kommt es zurück. Das Böse vergisst man nicht einfach so. Kommt schon mit! Genau, so ist es richtig. So, ein bisschen vermöbeln. Hey, Prinzessin! Ihr bewegt euch wie ein toter Dachs, aber ihr riecht schlechter. Ihr könnt ihn nicht erreichen. Eure Schergen müssen das für euch übernehmen. Hey, ihr solltet euch besser Oberlan nennen. Oh, es wärmt mein dunkles Herz, sie so herumrennen zu sehen, wie sie versuchen, sich gegenseitig zu töten. Okay. Ruft eure Schergen zurück, Herr. Alle Schergen. Hey, Herr Overlord, zeigt mir, was böse ist. Wenn ihr wollt, dass eure Schergen einen komplizierten Weg verfolgen, müsst ihr sie leiten. Ja, mit dem rechten Stick. So, da hoch, nach rechts. Und jetzt auf den eindreschen. Was, nennt ihr böse? Overlord, total überschätzt. Lasst ihn nicht entkommen, Herr. Lasst eure Schergen ausschwärmen. Ich wette, er nässt sich ein. Was, das Ganze nochmal jetzt? So, hier hoch und jetzt auf den eindreschen. Alles tut mir weh! Ihr seid jetzt bereit, Meister. Folgt mir in den Thronsaal. Das Böse erledigt sich nicht von allein. Ihr könnt ihn gern noch ein wenig verprügeln. Ach, was soll's. Wir gehen zurück. Ich habe mich übrigens dazu entschlossen, hier so viel Bösartiges zu tun, wie ich kann. Ich werde nicht diesen guten Weg einschlagen. So. So, da wären wir. Euer Thronsaal, Herr. Leider kann man heute keine Bastion des Bösen errichten, ohne dass elende Helden versuchen, sie zu zerstören. Der letzte Haufen war besonders lästig, hat einfach euren Vorgänger getötet. Jetzt seid ihr ja da. Das Böse findet immer einen Weg. Sie haben auch den Großteil des Turms zerstört. Das ist nur ein kleiner Rückschlag für die Kräfte des Dunklen, Herr. Ihr seid der neue Overlord. Baut den Turm wieder auf, bestraft diese sogenannten Helden und errichtet ein dunkles Territorium. Dies ist das Turmportal, Herr. Leider fehlt seine Energiequelle, das Turmherz. Aber es ist noch etwas Energie übrig. Gerade genug, um euch dorthin zu transportieren, wo sich das Herz zuletzt befand. Wenn ihr bereit seid, Herr, tretet durch das Portal. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Willkommen! Du hältst den Rand. Tja, also wie gesagt, das Böse werde ich hier... halt die Klappe. Halt einfach den Rand. So. Ich werde hier so viel Bösartiges tun, wie ich kann. Und das wird sich natürlich auch äußerlich auf den Overlord auswirken. Er wird immer mehr eine schwarze Aura entwickeln und auch der Himmel über seinem Turm wird immer dunkler, immer röter. Und so gefällt mir das. Und jetzt wollen wir mal unser Turmherz einsammeln gehen. Damit aus unserer Ruine endlich wieder ein Zuhause wird. Ah, ihr habt das Tor erschritten, Herr.
Diese ruhige Wildnis, so ländlich und idyllisch. Ist das nicht abscheulich? Versucht nicht einzuatmen, Herr. Diese Tore sind alte geheime Verbindungen zwischen eurem Turm und diesem Land, durch die ihr Schergen rufen könnt. Im Moment könnt ihr nur Braune rufen. Ihr müsst die anderen Schergenstämme finden, bevor ihr sie herbeirufen könnt. Vielleicht finden wir in dieser grünen Grässlichkeit auch einige unserer gestohlenen Turmobjekte. Wir wollen's hoffen. Eure Schergen warten. Ihr müsst sie nur herbeirufen. Die braunen Schergen sind die wichtigsten Kämpfer. Sie sterben gern für euch. Tja, Turmobjekte. Diese flauschigen Kreaturen wissen kaum, dass sie leben. Aber ihr könnt Lebenskraft aus ihnen ernten. Vergesst nicht, Lebenskraft entspricht Schergen. Kehrt zum Portal zurück, um weitere zu rufen. Oh, erstmal ein paar Schafe killen. Eure Schergen bringen euch pflichtbewusst alles, was sie finden. Wie diese Lebenskraft. Sie sind nicht schlau genug, etwas anderes damit zu tun. Ihr könnt auch selbst Lebenskraft aufnehmen, indem ihr euch in ihre Nähe begebt. Ja, hier musste ich's ja jetzt. Manchmal sind sie schlau genug, das gleich einzusacken, aber manchmal nicht. So, die anderen Schafe erledigen wir auch noch. Sie fressen immer nur Gras, so lange bis sie getötet werden. So eine friedliche Musik. Und dabei ist das hier ein Schlachtplatz. Dumme, nutzlose Kreaturen. Für den Meister. So, wir haben jetzt... Ah, da ist noch eins. In den Urnen da vorne ist vielleicht etwas Nützliches verborgen. Die Schergen mögen nichts lieber als Dinge zu zerschlagen. Außer natürlich Dinge zu töten. Ah, da hat einer eine Weste gefunden für sich. Bei braunen Schergen sieht man die Veränderung, wenn sie irgendwas aufsammeln, bei den anderen leider nicht. So, wir brauchen aber 5 Schergen für diese Säule. Unsere maximale Grenze gerade. Wir können nur 5 Schergen bei uns haben. Auf, ihr verfaulten Fleischklumpen! Macht euren Meister stolz! Gut. Weg mit den Steinen. Was ist, wen haben wir denn hier? Oh, Halblinge haben meine Farm übernommen. Haben mich in der Sonne festgebunden. Jetzt haben sich die Kürbisse gegen mich verschworen. Sie wollen sich für all die Kuchen rächen und die Suppe, die ich gemacht habe, und die Eiscreme. Ich höre sie bei Nacht flüstern, aber die Halblinge bekommen meine Farm nicht. Oh nein, sie sind noch übler als die Kürbisse. Helft mir, meine Farm zurückzubekommen. Eure Kreaturen sind doch nicht mit Kürbissen verwandt, oder? Dann zerschlagen wir die Dinger. Sie schreien! Die Kürbisse schreien! Sie haben Angst! Zerstört sie! Zerstört sie! Okay, da haben einige einen Kürbis auf sich. Sogar die Vögel lachen über mich. Sie haben sich mit den Kürbissen verschworen! Setzen sich einen Kürbis auf den Kopf? Als Helm? Okay. Oh, mach den Rest mal noch hier weg. Haltet mir diese quietschenden Dinger vom Leib! Weg damit! Den kann man zurzeit noch nicht. Eure Kreaturen sind doch nicht mit Kürbissen verwandt, oder? Macht erstmal die Farm. Sogar die Vögel lachen über mich. Ich sagte die Farm. Los jetzt. Meine Farm! Naja, eine zerstörte Farm ist mir lieber als eine, die nach Heilung geht. Diese Typen würde man sich auch nicht zum Kaffeekränzchen einladen. Das sind elende Tyrannen. Huhu, jetzt hat es. Ihr solltet besser mal losgehen. Der Pfad hinter meinem Haus führt nach Rauschingen. Ich wette, ihr trefft auf weitere von diesen fetten kleinen Dämonen. Also passt auf. Töten, töten, töten. Gut, dann mach das. Ja, so läuft das hier.
Wir werden den fiesen Weg einschlagen. So wie es sich für einen Overlord gehört. Ah, man sammelt schön Ausrüstung ein. Eure Schergen haben Zugang zu Bereichen, die zu klein für eure boshafte Herrlichkeit sind. Oh ja. Die Scherge nehmen automatisch alles Nützliche mit, das sie finden. Und oft auch Unnützliches. Aber sorgt euch nicht. Eure Waffen und eure Rüstung werden speziell für euch in der Schmiede hergestellt. Euch würden wir kein gestohlenes Zeug auftragen lassen. Oh nein. Möchte auch sein. Ein paar schnarchende Hobbits. Seht ihr die Wolken, die von den toten Halblingen aufsteigen? Das ist böse Energie. Sie sammelt sich in allen bösen Geschöpfen. Ihr werdet noch mehr darüber hören, Meister. Gut, aber jetzt wollen wir hier endlich... Das Turmherz! Die Halblinge müssen es zum Züchten von Kürbissen verwendet haben. Die kleinen Narren haben keine Ahnung von seiner Macht. Schafft mir die Kürbisse aus den Augen und dann bringen wir es zurück in den Turm. Gut, das ging ja recht flott. Eure Schergen tragen es für euch, Meister. Als Overlord müsst ihr nie irgendetwas Schweres durch die Gegend schleppen. Gut, dann macht euch mal an die Arbeit. Schön vorsichtig. So, und die Mauer reißen wir ein. Und haben eine Abkürzung. Die Schergen haben eine Abkürzung gefunden. Ulf, nicht schütteln. Gunther, du stützt doch nur eine Kralle darauf ab. Robo, hilf gefälligst beim Tragen. Du nutzlose Eiterbeule. Die kleinen Idioten. Gut. Turmherz eingesackt. Wir können natürlich auch noch ein bisschen was erforschen. Hier hinter dem Eingang nämlich. Ihr solltet in den Turm zurückkehren. Ja, ist ja gut. Da sehen wir noch eine Abkürzung, die wir irgendwann später schaffen können. Und ein Objekt im Wasser, woran wir jetzt noch nicht rankommen. Wir brauchen dazu die blauen Schergen. Und die finden wir erst sehr viel später. Es ist zurück, wo es hingehört. Dies ist das Herz des Turms. Ihr braucht es, um euer dunkles Territorium wiederherzustellen. Es ermöglicht es euch, den Turm jederzeit aufzusuchen und bietet Zugang zu allen Ressourcen des Turms. Und seht, es hat euch anscheinend eine kleine Gabe verliehen, Herr. Ihr könnt jetzt 10 Schergen kontrollieren. Und es scheint, einen seiner Zauber behalten zu haben. Den Feuerballzauber. Der robuste kleine Kerl hat es geschafft. Ich werde euch später lehren, wie ihr ihn einsetzt. Aber es ist unbedingt erforderlich, dass ihr weitere Turmobjekte findet. Ein Kran wäre besonders praktisch. Dann könnten wir hier aufräumen und einige Räume öffnen. Leider bin ich nicht mehr der böse Kerl, der ich einmal war. Ich ertrage das satte grüne Gras unter meinen Füßen und das Vogelgezwitscher in meinen Ohren nicht mehr. Ich suche mir besser eine dunkle Ecke und etwas, auf das ich einschlagen kann. Ich bleibe hier. Durch das Herz kann ich direkt mit euch sprechen, Herr, und sehen, was ihr tut. Kehrt euch das Tor in das Halbling-Territorium zurück. Aber das tun wir erst in der nächsten Episode. Wir haben jetzt in der ersten doch schon recht viel geschafft. Nochmal, kleiner Drecksack. So. Tja, also würde ich sagen,
wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gehe ich in das Hobbit-Territorium zurück. Ich nenne es Hobbit. Ihr solltet draußen sein und um euch schlagen. Na, halt die Klappe. Ja, und dann sehen wir uns. Also, tata!